Hallo zusammen, merci vielmals für eure Fragen. Ich würde sagen, wir legen doch gleich los. Netflix. Denn das, dass wir lange Busfahrten haben, ist das sicher ein sehr guter Zeitvertrieb. Vergeben, verheiratet. Früher war es sicher die PlayStation, aber mittlerweile schon eher das Brettspiel. Habe ich beide sehr gern, aber esse sicher mehr Fleisch. Durch das, dass wir die Berge hier eigentlich vor den Türen haben, ist sicher auch schön mal ein Tapetenwechsel und ab ins Meer gehen. Darum würde ich sagen, schon eher mehr. Ja, die grösste Teil von meiner Verwandtschaft lebt hier im Wallis. Meine Frau ist vom Wallis. Also wir eigentlich hier die ganze Familie und durch das ist es sicher für uns nie in Frage gekommen, hier wegzuziehen. Momentan sicher draussen, aber es gibt ja genug Möglichkeiten, die fit zu behalten. Wie gesagt, wir haben hier die Berge vor der Haustür und da kannst du ab und zu mal aufs Bike gehen und irgendwo hier in den Höger rauffahren oder das ganze Haustourbereich, den man draussen machen kann. Also, es gibt genug Möglichkeiten. Ja, ich habe nahe vor Einspann gewohnt. Und mein Vater ist mit mir und meinem Bruder viel auf Schlittschuh laufen. Und so hat es sich dann ergeben, dass ich dann mal mit der Hockeyschule angefangen habe. Und dann bin ich ins Hockey reingekommen, bin ich bei der Piccolo gewesen. Und wir haben auch keine Goalie gehabt. Und jetzt heisst es, soll doch jeder mal ins Goal gehen und ein bisschen probieren. Dann habe ich das auch gemacht und ein paar Tage später haben wir ein Turnier gehabt. Ich bin hierher gekommen, der letzte war im Goal, dann hat es geheißen, okay, ist gut, du bist mit der Goalie-Ausrüstung gekommen und du spielst jetzt das Turnier als Goalie. Und ja, aus dieser Situation ist es eigentlich dann entstanden. Ich bin sicher froh, dass ich mit der lauberen Visa noch einen Arbeitgeber habe, der sehr flexibel ist. Und mir ermöglicht, dass ich neben dem Hockey auch noch arbeiten kann. Ein besonderer Gegner ist noch schwierig zu sagen, aber ich denke sicher, Aschwa ist immer eine Mannschaft, die viel zu tun hat, die ja, offensiv sehr gut sind. Und darum wird sie sicher im Goal nicht langweilig. Ja, ich habe gehört sagen, dass ich zu diesen ganzen Fragen einen Joker setzen darf. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um diesen Joker zu setzen. Und am Schluss möchte ich euch noch ganz herzlich danken für euren Support die ganze Saison. Ich weiss, es ist nicht immer einfach. Es gibt vielleicht mal den einen oder anderen, der frustriert heimgeht, aber ja, es ist für uns auch nicht immer einfach und wir probieren sicher immer das Beste zu geben, auch wenn es nicht immer gelingt. Aber eben wirklich ein grosses Dankeschön, dass ihr immer so treu seid und vor allem momentan in dieser Zeit wünsche ich wirklich jedem gute Gesundheit und ich hoffe, wir sehen sich gleich wieder mal. Habt einen guten Sommer und macht es gut. Ganz lieben Grüße.